Heute putzen wir diesen Dennerle Nanocube. Den haben wir über mehrere Wochen extra schön verdrecken lassen, jedenfalls die Scheibe. Das hat unseren Planterhunter Stefan Hummel stark getroffen, denn der steht bei uns im Seminarraum in Pirmasens. Die glatten Flächen, die sind sehr einfach zu reinigen, aber hier die runden Ecken, da wird der Anwender schon vor Herausforderungen gestellt. Und dafür haben wir einen speziellen Algenreiniger entwickelt, den Nanoalginator. Der ist nicht nur sehr kräftig vom Magneten her, sondern der hat auch abgerundete Ecken. Und damit kommen wir ganz problemlos in die Rundungen der Nanocubes rein. Die Ecken sind auch ein bisschen soft, ein bisschen weich. Das heißt, das passt sich gut an. Und das Reinigungspad ist aus Kunststoff. Das heißt, das kann die Scheibe nicht verkratzen, ist aber gleichzeitig sehr effektiv. Ja, jetzt wird geputzt. Den Alginator haben wir befestigt und Garnelen haut mal ab. Man kann schon hören am Putzgeräusch, dass die Algen da schön weggenommen werden. Und man sieht auch schon den Durchblick, den wir erzeugen. Aber jetzt kann man wirklich prima sehen, auch hier vorne in den Ecken, wie der Alginator hier ein herrliches Guckfenster reingeputzt hat. Und der ist richtig stark. Das sind Neodym-Magnete, Hochleistungsmagnete. Der schwimmt auch nicht. Das hat den Vorteil, dass der wirklich klein ist und flach, der Innenmagnet. Wenn wir den schwimmend gemacht hätten, wäre das ein riesen Schlauchboot geworden. Aber so kann man den halt ganz unauffällig oben in der Ecke lassen. Und dadurch, dass der so stark ist, muss der gar nicht schwimmen, weil der geht fast gar nicht ab. Gerade eben haben wir ein Süßwasser-Aquarium geputzt. Da haben wir die Scheibe sauber gemacht mit unserem Nano-Alginator. Und das Süßwasser-Aquarium war im Prinzip die Pflicht. Jetzt kommt die Kür, denn jetzt sind wir an einem 30er Nanomarinus und Algen oder Beläge im Meerwasser sind wesentlich härter, ganz besonders die Kalkrotalgen als vergleichbare Algen im Süßwasser. Und jetzt gucken wir mal, wie der Alginator sich hier schlägt. Auch dieses Aquarium haben wir schön verdrecken lassen. Und jetzt die geraden Flächen, das ist wunderbar und herrlich, das hat gut funktioniert. Aber jetzt kommen wir oben zu diesen Strukturen. Das sind Kalkrotalgen, die sich nach einigen Wochen, wenn man nichts an der Scheibe macht, bilden. Und die sind sehr hart. Und ich bin jetzt mal leise, denn das kann man hören, wie hart die sind. Sie hören die Kratzgeräusche. Und man hat auch schon gesehen, dass der eine Plug hier oben, den haben wir schon ganz gut runtergeputzt. Und wir kommen hier auch in die Ecken rein. Und wir sehen, die Plugs leiden ganz deutlich. In einem Meerwasseraquarium würden sie nie so lange warten, bis sich vorne an der Scheibe so große Plugs bilden. Da würden sie alle 2-3 Tage putzen. Und das heißt, die Kalkrotalgen im Anflug wären überhaupt kein Problem für den Alginator. Aber selbst hier, diese harten Verkrustungen, mit denen nimmt das auf, muss man halt nur ein bisschen länger rubbeln. Aber wie gesagt, normalerweise alle 2-3 Tage wird eben mal drüber geputzt und dann bilden sich solche Strukturen im Meerwasseraquarium überhaupt nicht. Aber Hauptinteresse, was ich zeigen wollte, ist, wie gut der Alginator auch in den Ecken putzt durch seine abgerundeten Kanten. Und das funktioniert ganz hervorragend. Und im Vergleich zu vorher, Sie sehen, es geht wunderbar ab. Ich will Sie jetzt nur nicht langweilen, indem ich jetzt hier alles runterputze. Wir wollten nur zeigen, auch bei härtesten Verkrustungen kommt der Alginator bis auf die Scheibe runter. Und im Verhältnis vorher-nachher, selbst hartnäckige Kaltrotalgen sind überhaupt kein Problem.